das Risiko ist jetzt, wenn ich hier drauf drücke, Tag 100, dass ich eine Weile nicht mehr gespielt habe. Es tut mir leid, dickes Entschuldigung an alle, die Don't Starve vermisst haben, aber es war Diablo 4 Season, es war hier Remnant 2 ist reingeschneit, ohne dass ich auf dem Schirm hatte. So viele Sachen, hier Baldur's Gate auch noch. Aber es geht weiter mit Don't Starve. Keine Sorge, es geht weiter, aber es ist jetzt natürlich ein Risiko, wenn ich da reinhopse. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Ich riskiere es jetzt mal. Hops, hops. Tag 100. Immerhin, ne? Das müsste einiges an... So. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben das, wir haben jenes. Wir haben, glaube ich, nichts zu essen, ne? Haben wir was zu essen? Haben wir Feuer zu machen? Ja, haben wir zu machen. Haben wir was zu essen? Ich guck mal kurz nach. Wie lange haben wir noch bis zum Frühling? Naja, doch, so ein bisschen habe ich noch zu essen. Aber es ist nicht mehr so viel, muss man sagen. Ich habe lauter Karnickel. Was wollte ich mit denen? Ich mach die mal zu, Dinger. Hier, komm. Zu Morsels. Ich weiß sowieso nicht, was ich damit soll. So, jetzt wird gekocht. Eins. Zwei, drei. Und hier, so eine Fleischlasagne kann man da auch reinscheppern. So. Es gibt einen Eiersalat oder sowas in der Art. Irgendwo kommt eine Spinne. Aber ich glaube, ich habe es noch auf dem Schirm. Es müsste jetzt bald der Frühling kommen. Jetzt ist das Feuer ausgegangen und da ist Kohle getropft. Auch nicht schlecht. Ich muss noch mal ganz kurz hier gucken, was hier alles drin ist. Ich bin ja neulich aus der Höhle gekommen und habe festgestellt, dass man da verblödet, ne? Wie blöde, wenn ich mal sagen darf. Da werde ich nochmal reingehen, aber ich glaube im Frühling. Hiermit kann man eigentlich mal heizen. Komm. Tschup. Was ist das geworden? Grüne Eier? Habe ich selber. Brauche ich nicht. Was ist das geworden? Bacon and Eggs. Aber warum sind die verdammt nochmal grün? Wir wissen es nicht. Warum habe ich einen Bumerang in der Hand? Ach, das sind alles so Fragen. So. Das habe ich jetzt alles noch dabei. Die Laterne können wir mal ablegen. Die drei Morsels verkochen wir. Also, um jetzt mal wieder reinzukommen, ja? Um jetzt mal wieder reinzukommen, erstmal bis in den Frühling. Dann gucken wir weiter. Nach dem Frühling kommt ja der Sommer bekanntermaßen. Ich freue mich! Ich freue mich! So. Schnauze, sonst komme ich da runter. Ich habe gar keine... Habe ich Samen überhaupt? Lass mal kurz gucken. Ja, nein, ein paar. Eis habe ich genug für den Sommer. Also da wenigstens Eisbeulen nicht sammeln. Ich guck mal kurz, was so ein Eis kostet. 10, lächerlich. Oh, jetzt ist aber schon düster geworden. Irgendwas ist da gerade in die Falle gegangen. Habe ich eigentlich eine Fackel, falls jetzt das Ungemach kommt? Scheiße, jetzt doch keine Hunde! Mann! Alter Schwede! Bitte nicht! Okay, noch Hunde. Okay! Scheiße! Scheiße, scheiße, wo sind die Spinnen? Ich brauche Spinnen. Hier sind Spinnen. Ja, 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 ja! Da kommt der Hunde. Wie lange hält die Laterne noch? Kommt, ihr Hunde. Wie lange hält die Laterne noch? 87%. Das ist alles im Rahmen. Kommt, ihr Hunde. Nein! Ich habe gerade die Leertaste zum Ausweichen getippt. Das klappt natürlich hinten und vorne nicht. Moment. Mütze an. So. Ja, ja. Fresse. Aber nicht mich. Ist doch gut jetzt. Ihr blöden Spinnen. Ist doch gut jetzt. Wie gesund bin ich noch? Es geht noch. Haben wir sie alle... Sind wir sie alle losgeworden? Ich glaube ja. Ich bin doch noch nicht bereit für sowas. Fresse. Nein. Falscher Hund. Wie lange hält die Laterne noch? 75%. Alles cool.
glaube, Chesterfield wird halt gerade gefressen. Bin mir nicht sicher. Kommt Chesterfield, wir gehen wieder. Das war schön. Oh, guck mal, Hundezähne. Ah! Lauf, 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 lauf. Ist Chesterfield tot? Ja, ich glaube. Chesterfield. Nein, Chesterfield ist sogar noch unterwegs. Haha, ich hab die Hunde überlebt, obwohl. Lass doch mal den Chesterfield in Ruhe. Nein, nicht mit der Laterne, Mensch. Wo ist denn. Ja. So. Wo waren wir stehen geblieben? Können wir uns gleich mal heilen hier? Am nächsten Tag. Hui, war das aufregend. Wo ist meine Latichte? Da. Ich wusste ja, dass sie zu irgendwas gut ist. Während ich noch abgehauen bin, habe ich mich gefragt, wo sind meine. Da sind meine Spiegeleier. Zecken wir uns die mal rein. Und jetzt gehen wir gleich mal am nächsten Tag hier, diese komischen. Die Hunde looten. Meine Fresse. Wie uncool. Ja, bis da rein. Und Hunde looten gehen. Da können wir alles mal mitnehmen. Nein, ich will das nur haben. Jetzt bleibt locker. Easy going. Der Fleck kommt und geht. Ist er weg? Jetzt ist er weg. No. Zirp, zirp. Verzapf dich. Geht mal. Ja, fresste mal. Ja, ja, fresste. Fresste. Ja, ja, fresste. Ihr sollt nicht den Chesterfield. Ihr sollt die Pinguine fressen. Aber das wird wohl nichts. Lass mich mal an die Eier ran. Haben die jetzt echt alle Eier eingesammelt? So, das war schon mal gut. Die Steine legen wir mal kurz da ab. Was habe ich alles eingesammelt? Wir müssten mal wieder Hundefallen hier bauen. Ich weiß gar nicht, wofür ich diese Fallen-Lane hier gebaut habe, weil. Nice and comfy, du sollst hier. Ich weiß gar nicht, wofür ich diese Fallen-Lane gebaut habe, weil. Ihr benutzt die gar nicht. So. Was haben wir da noch? Heile, heile, siegen. 3 Tage liegen. Da haben wir Zähne. Zähne haben wir auch tonnenweise gesammelt. Das vergammelt. Das ist auch okay. So. Ob ich mal zu den Hunden gehe? Oder mir so einen Büffelhut baue? Büffelhut wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich gehe mal kurz darüber. So, die gute Nachricht ist, die Hunde waren da. Die schlechte Nachricht ist, der Dierklops wird bald kommen. Aber hier ist nichts. Nein, hier ist überhaupt nichts. Wir können höchstens mal das Gras mitnehmen hier. Ihr seid nicht rotärschig, ne? Nein, nein. So. Hoppala, was war das? Achso, das war ein Saving. Meine Eier, meine Eier, meine Eier, meine Eier. So, die Hunde haben wir erledigt. Jetzt brauchen wir was zu essen. Das heißt, wo haben wir Winteressen hergekriegt? Wir gehen nochmal oben zu den Fallen. Stellen die nochmal neu auf. Und dann kann es weitergehen. Warte mal, wir haben noch Gold. Ich lager noch ein bisschen aus. Und Holz brauchen wir. Gold und Holz. Ob ich im Sommer nochmal in die Höhle gehe? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, dass es nicht so heiß, ne? Ja, könnten wir eigentlich mal machen. Ich gucke gerade hier, was wir hier mal. Was ist das? Eine Heilsalbe. Die können wir uns eigentlich mal so reinpfeffern. Ihr Muffins. Quatsch, ihr Dinger vom Hasen, okay. Cool. Was haben wir hier noch? Da ist in der Tat das Ganze. Die Laterne drin. Die Laterne und die Laterne, okay. Also, das ist ja unsere.
Ihr habt mir übrigens verraten, dass man dieses Dings hier mit den Lightbulbs auffüllt und nicht etwa mit irgendwas anderem, ja? Also danke für den Hinweis. Oder Asche über mein Haupt, dass ich es verpeilt habe. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen Holz fällen, wo wir gerade dabei sind. Ich hoffe, es ist kein Baumklops. Ihr wisst, was ich meine. Nein! Jetzt hör doch auf! Ist denn die Möglichkeit? Nein! 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 Ja. Wann wird's dunkel? Nein, ich habe jetzt keine Zeit für dich, du blödes Ding. Aua. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. Gleich kommt er nämlich. So. Lasst Chesterfield in Ruhe. Kümmert euch um den Baumfrosch oder keine Ahnung, wie er heißt. Shit, das habe ich noch nicht mal. Lasst ihn in Ruhe. Da kommt er, ich höre ihn schon. Lasst Chesterfield in Ruhe. Hui. Greift ihn an. Greift ihn an. Er ist ein böser Baumklops. Ihr sollt ihn angreifen. Ja, so ist gut. Er hat sie eingeeist. Oh, das ist cool. Guck mal, das ist wie... Ich fürchte, der wird Chesterfield töten. Und ich fürchte, ich habe keine... Lass mich doch mal in Ruhe. So, okay. Hammer. Nein, nee. Ist gut. Nein, nicht das Feuer ausmachen. Mach nicht das Feuer aus. Du hässliches Stück. Wie werde ich denn jetzt los? Wie werde ich dieses Riesenbaby jetzt los? Au! Scheibenkleister. Ohne Witz, wie werde ich den jetzt los? Wie werde ich den jetzt los? So, habe ich Feuer angemacht? Ja. Das wird jetzt wieder mal ein Run. Run for the win. Hilfe! Ich hasse dieses Ding so. Es ist so unangenehm. Er hat auch die Spinnen mit einem Mal weggeklatscht. Heute ist nicht mein Tag. Diese Folge hätte ich einfach mal sein lassen sollen. Was hat er denn jetzt? Weiß ich nicht, was er hatte. Ich glaube, er hatte ein gewaltiges Ungemach. Nein. Er haut auch alles um, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Lass mich mal kurz in Ruhe. Lass mich doch mal bitte ganz kurzfristig in Ruhe. Ich muss mal meinen Hitzestein aufwärmen. Ja, gibt's der Spinne. Die spinnt eh. Ich will jetzt weg hier. Komm mal mit, du Riesen-A-Loch. Wo sind denn die ganzen Spinnen hier eigentlich? Waren hier nicht mal tonnenweise Spinnen? Mein Problem ist, ich werde demnächst erfrieren. Bin ich jetzt eigentlich sicher? Komm, wir gehen mal runter. Hier unten sind nämlich Spinnen. Vielleicht kann ich ihn da loswerden. Nein, das ist blöd. Das ist richtig blöd. Ich erfriere gerade.
Ich erfriere. Ich erfriere. Ich erfriere. Blödes Aloch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah! Ist das Viech jetzt weg? So, kurz mal hier aufwärmen. Puh. Ich hab übrigens nichts zu essen. So, wärm auf, schneller. Ich glaube, er ist da oben mit den Spinnen zugange. Das ist ganz okay. Ich muss jetzt dringend nach Hause, weil sonst darbe ich zu Tode. Er ist da oben irgendwo. Ah, die geistige Gesundheit lässt auch schon wieder zu wünschen übrig. Ich gehe mal, hier hat irgendwo, hier ist irgendwas anderes abgefackelt. Naja, ich weiß, ich bin gleich. Oh, geh weg. Sie greifen die Spinnen an, ist auch okay. Was sagt meine geistige Gesundheit? 89. Also das ist. Wir haben den Dierklops überlebt. Wir haben die. Wo. Völlig falsch gelaufen. Bitte lass den Dierklops jetzt nicht mehr. Ist alles nicht so schön. So. So, die gute Nachricht ist, kein Holz mehr. So, am nächsten Tag, was machen wir als erstes? Wir gehen als erstes Holz holen. Muss erstmal durchatmen. Panik Udo ist wieder da. So, erste Aktion Holz. Ich hoffe, das Ding bleibt weg. Was ist jetzt los? Jetzt ist irgendwas ausgegangen. Ja, ja. Draußen sägt der Nachbar irgendwo am Baum rum. Keine Ahnung, was er da treibt. Aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Da kommt die dicke Spinne. Das ist auch geil. Geht jetzt zu den Schweinen. Oder keine Ahnung, wo die hingehen. Ich muss dringend irgendwas machen, damit meine geistige Gesundheit nach oben geht. Haben wir hier noch irgendwo Baumstümpfe? Ist die kaputt? Super. So, erste Aktion. Heizen. Zweite Aktion, gucken, was wir hier für einen Mist gemacht haben. Das packen wir mal darüber, das packen wir auch mal darüber. Das lassen wir mal da, das lassen wir auch mal da, das ist gut. Chesterfield ist verreckt, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, sieht so aus. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Hier können wir das Gold reinpacken. Da haben wir noch Kacke. Da habe ich keine Ahnung, was ich da habe, tonnenweise. Warum ist dieser blöde Chesterfield verreckt? Ja, wobei, theoretisch ist er noch hier irgendwo. Die geistige Gesundheit geht runter. Warte mal, kann ich irgendwas erfinden? Kann ich irgendwas erfinden? Ist irgendwas erfindungsfähig? Nein. Sehr schön. Super. Du sollst die blöde Stöcke nicht ausbuddeln. Pappnase. So, wir gehen gleich erstmal da runter. Der Dierklops ist hoffentlich weg.
Und dann werden wir dringend... Der hat mir ganz, die haben ja ganz schön die Hucke breit gehauen. Vielleicht sollten wir uns mal heilen, ne? So, woraus macht man denn Heilsalbe, wenn ich mal doof fragen darf? Survival, ist das bei Survival Heilsalbe? Woraus macht man Heilsalbe? Was, aus Steine und Asche? Asche habe ich keine, oder? Steine, Asche und diese Dinger da. Die da. So. Nein! Nein! Bitte, 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 bitte. Wo denn? Links, rechts, links, rechts, links, da unten. Schau, einen sind wir losgeworden. Irgendwo ist noch einer. Wo denn? Was zum Henker denn? Ich hab keine Ahnung wo. Dann ist auch nicht so wichtig. Da, nee. So, 93. Wo kommt denn das her? Hört ihr das? Kann es sein, dass das Ding nicht durch die Mauer kommt? Das wäre natürlich geil. Kennst du denn? Kommt die Hand nicht durch die Mauer? Ich glaube, die Hand kommt nicht durch die Mauer. Was natürlich eine gewisse Erkenntnis ist, die ich jetzt gerade das erste Mal habe. So, 90. Bitte Blumen. Ich muss jetzt gucken gehen, dass ich da unten was... So, muss mein... Gut, da. So, Blumen und Essen. Essen und Blumen. Und Chesterfield. So, hier sammeln wir mal einfach mal alles ein, was da ist. Einfach, weil es da ist. Blumen. Hier ist auch tonnenweise zerlegt worden. Nehmen wir auch alles mit. Nein, das nicht. So, 16, 18, da haben wir auch noch was. Nein, das nicht. So, warte mal, was können wir denn wegschmeißen hier? Nee, das will ich eigentlich nicht wegschmeißen. Die Blumen eigentlich auch nicht. Das blöde Ding hat alles zerlegt hier. So, ich brauche geistige Gesundheit, Freunde. Ach, er ist noch da! Warum denn? Kann er mal nach Hause gehen? Ist er noch hinter mir? Ja, ist er noch hinter mir. Gehen wir jetzt einfach mal hier auf dem Weg lang. So findet er mich nämlich nicht. Oh. So. Gehen wir mal in einen schönen großen Bogen. Ja, dann hat er mich nämlich verloren. Trotzdem gibt es hier keine Blumen. Was ich persönlich relativ spinnen-uncool finde. Lass mich mal durch hier. Aber wir könnten uns so ein Pesty Hattie later. Nee. Was macht der Frosch im Winter hier? Freunde. Keine Blumen. Irgendjemand hat Pilze gesagt, aber es sind doch keine Pilze da. Ich könnte natürlich zu... Ist das Ding jetzt weg? Ja. Oh, ein Schweinefleisch. So, zurück.
Nein, nicht zu mir. Das ist natürlich auch blöd. So. Wir packen das kurz da rein. Essen was. Und müssen am nächsten Tag definitiv irgendwas anderes essen. 105, das ist okay. Weil wir sonst ein massives Problem kriegen. So, wir packen das mal hier einfach in den Ofen. Ne, das packen wir nicht in den Ofen. So, das packen wir da rein. Ich wollte gerade sagen, zur Not esse ich, aber das kann ich mir auch sparen. Ich gehe nochmal kurz gucken, ob wir noch irgendwas finden hier an Blumen. Ich brauche Blumen, ich brauche geistige Gesundheit. Ich sammle mal hier ein bisschen. Wie lange habe ich noch? Geht noch. Habt ihr Blumen hier für mich? Ihr dicken, fetten Viecher? Nein? Ja. Wo sind denn meine Blumen hin? Also, in dieser Folge bin ich heute etwas... Wie soll ich sagen? Kann ich eigentlich ein Feuer machen? Ja, kann ich. Wo sind denn meine Blumen hin? Da sind die Blumen hin, mein Kind. Die Blumen pflücken sich geschwind. Die Blumen sind leider da am Arsch der Welt. Geht doch einfach. So, hier haben wir nochmal das. So, was sagt die geistige Gesundheit? 109. Das ist ja schon mal gar nicht mal so blöd. Es geht besser, aber 109 ist machbar. So. Sollten hier nicht eigentlich Fallen sein? Ne, die sollten oben rechts sein. Was ist oben links? Nix ist da. Nix. Also die Verblödung ist schon eine Sache. Pilze, ich weiß, Pilze. Und wir werden auch demnächst mal Pilze holen gehen. Aber im Moment ist es schwierig mit Pilzen. Es wird übrigens gleich dunkel. Hast du eine Fackel dabei? Ja, du hast eine Fackel dabei. Nutze sie, weise junger Parmesan. Kusch, 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 kusch. Der Onkel kommt mal kurz durch. Oh, Samen. Nein! Ich sehe leider gar nichts. Schön weiter schlafen. Was brennt denn da? Wo bin ich denn? So, da sind wir. Da schmoldert auch irgendwas vor sich hin. So. Mucks ab. Habe ich schon erwähnt, dass ich nichts zu essen habe? Wie viel hat der Bumerang noch? Wir gehen gleich mit dem Bumerang nach oben. Kanickel töten. Sonst haben wir ein Problem. So. Haben wir noch irgendwas, was wir da reintun können? Nein. Super. Der sieht das halt so. Gar nicht mal schlecht. So, die Morsel machen wir auch mal kurz. Wo ist die hin? Da. So, geistige Gesundheit 102. Naja. So, was habe ich gesagt? Ich brauche Hasen. Für Hasen brauche ich... Warte mal, irgendwas könnte ich bauen. Nee, können wir nicht. Können wir irgendwas bauen hier? Wo ist mein Bammerung? Können wir hier irgendwas von was bauen, damit wir unsere geistige Gesundheit nach oben kriegen? Nein. Kohle, Spinnenseide, Holz. Haben wir Kohle?
Jetzt haben wir Kohle. Kohle, Spinnenseide, ein Holzbrett. Holzbrettli. Könnte ich ihn jetzt bauen? Ich könnte irgendwas bauen. Warum kann ich das Ding nicht bauen, weil ich keine Spinnenseide habe? Wo ist die Spinnenseide? Ich brauche... Was ist denn jetzt schon wieder hier? Ich brauche ein Bumerang. So, zack hier. Gebt mir die Eier. Mann. Blöd Viecher. Ich hasse euch. So, wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal, wie ich wahrscheinlich komplett verblöde. Bis dann, euer Mr. Fleckin. Total in Panik.